Wie schafft es ein Programmierer, den Vorstandsvorsitzenden kennenzulernen? Ich habe einen Wettbewerb gewonnen. Der Präsident kriegt Mr. Garrick nicht mal ans Telefon. Du hast das Große losgezogen. Caleb, ein talentierter junger Programmierer, ist offensichtlich am Ziel seiner Wünsche. Der geniale Erfinder Nathan hat ihn in sein entlegenes, sorgfältig abgeschirmtes Hightech-Refugium geholt. Caleb Smith. Nathan, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, das freut mich auch, Caleb. Lassen wir doch den ganzen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Scheiß. Cheers. Das hier ist kein normales Haus. Es ist eine Forschungseinrichtung. Ich will mit dir über das größte wissenschaftliche Ereignis der Geschichte der Menschheit reden. Entwickelst du künstliche Intelligenz? Genau das ist es. Und das ist bereits das Motiv etlicher Filme gewesen. Alex Garland, bisher vor allem Drehbuchautor, setzt für sein Regiedebüt weniger auf Effekte als auf eine sich steigernde bedrohliche Stimmung und das Spiel vorzüglicher Darsteller. Außerdem auf mentale Provokationen, die sich beim Auseinandersetzen mit KI, mit der künstlichen Intelligenz, fast zwangsläufig ergeben. Hallo? Hi. Ich bin Caleb. Hallo, Caleb. Hast du einen Namen? Ja. Ava. Freut mich, dich kennenzulernen, Ava. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Sie ist unglaublich. Die Herausforderung ist, dass obwohl du weißt, dass sie ein Roboter ist, trotzdem glaubst, dass sie ein Bewusstsein hat. Im Prinzip ist das alles gerade in der Entwicklung. Und man erwartet das, was als Singularität bezeichnet wird. Es ist ein Konzept, auf das sich die Menschen ganz real vorbereiten. Was geschieht, wenn dies erreicht wurde? Das sind große Fragen. Wenn du eine Maschine mit Bewusstsein entwickeln kannst, was bedeutet das für uns? Setzt das den Menschen nicht ein paar Stufen zurück? Dieses Gefühl, diese Idee, dass wir etwas Einzigartiges besitzen, was sonst keiner hat, verschwindet vielleicht auf einmal. Möchtest du mein Freund sein? Natürlich. Ist das überhaupt möglich? Warum denn nicht? Ist sie von dir programmiert worden, mit mir zu flirten? Würdest du das als Betrug betrachten? Du nicht? Caleb, was ist dein Typ? Typ Frau? Nein, Salatdressing. Ja, Frau, was ist dein Typ Frau? Ach was, du musst gar nicht antworten. Sagen wir, es sind schwarze Chicas. Gut, das ist dein Ding. Nur als Gedankenspiel, das ist dein Ding, okay? Wieso ist das dein Ding? Weil du eine detaillierte Analyse sämtlicher Ethnien durchgeführt und mit deinem Bewertungssystem Punkt für Punkt abgeglichen hast, Caleb? Nein! Du stehst einfach auf schwarze Chicas. Als Konsequenz gespeicherter externer Stimuli, die sich vermutlich komplett unbemerkt bei dir festgesetzt haben. Hast du sie darauf programmiert, mich zu mögen? Oder nicht? Ich habe sie darauf programmiert, heterosexuell zu sein. So wie du programmiert wurdest, hetero zu sein. Niemand hat mich darauf programmiert. Dann hast du dich dafür entschieden? Bitte, natürlich wurdest du darauf programmiert. Von der Natur, deiner Erziehung oder beidem. Ganz im Ernst, Caleb, du fängst an, mir auf die Nerven zu gehen, weil aus dir die Unsicherheit spricht, nicht Intellekt. Was passiert mit mir, wenn ich bei deinem Test durchfalle? Ava. Ist das was Schlimmes? Ich weiß es nicht. Glaubst du, ich werde vielleicht abgeschaltet, weil ich nicht so funktioniere, wie es von mir erwartet wird? Ava, diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Darauf habe ich keinen Einfluss. Warum hat jemand darauf Einfluss? Hast du jemanden, der mit dir Tests durchführt und dich vielleicht abschaltet? Nein, habe ich nicht. Du darfst Nathan nicht vertrauen. Du darfst auf nichts vertrauen, was er sagt. Es ist eine größere Frage als alles andere. Was ist zu tun und was ist Bewusstsein? Wie verantwortlich bist du für deine Schöpfung? Das sind diese großen Fragen in der Art von Frankenstein. Sie ist allerdings ein sehr hübsches Frankenstein-Monster, wenn du weißt, was ich meine. Die Sache ist, du weißt nie, wie etwas in ihrem Geist registriert wird. Wenn etwas aussieht wie eine Ente, riecht wie eine Ente, quakt wie eine Ente, ist es auch wirklich eine Ente?
Nimmt sie die Dinge so wahr wie wir? Und wenn nicht, macht sie das dann nicht menschlich und nicht bewusst? Hast du Mitleid mit Ava? Hab Mitleid mit dir selbst, Mann. Irgendwann sehen uns die KIs rückblickend genauso, wie wir irgendwelche fossilen Skelette in der Wüste von Afrika sehen. Als aufrechtgehende Affen, die durch den Staub rennen mit rudimentärer Sprache und Werkzeugen, dazu verdammt auszusterben. Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Du nun wieder, Mr. Zitierfähig. Nein, du nun wieder. Das sind nicht meine Worte. Das hat Oppenheimer gesagt nach dem Bau der Atombombe. Ja, ich weiß, wer das gesagt hat.